Sie haben mit dieser Vereinbarung aus unserer Sicht eine große Chance aufs Spiel gesetzt, einen mühsam errungenen, breit getragenen gesellschaftlichen Kompromiss 1:1 umzusetzen. Und es ist auch kein Erfolg für zwei große Verlierer. Das ist zum einen der Klimaschutz und das sind zum anderen die vom Tagebau unmittelbar betroffenen Menschen. Es geht darum, gleichzeitig mit dem Kohleausstieg auch die erneuerbaren Energien auszubauen. Und die Kohlekommission hat in ihrem Papier festgehalten, dass es darum geht, dass man dafür Flächen und klare Vorgaben braucht. Und Flächen, genau das ist nämlich das Problem, die reduzieren Sie gerade beim Thema Windenergie hier in Nordrhein-Westfalen um 2/3. Wie wollen Sie damit eine Verdopplung der Windenergie hinbekommen? Ein weiterer Punkt, die Mogelpackung Datteln 4. Ein Ausstieg aus der Kohleverstromung kann doch nicht gleichzeitig mit einem Einstieg wieder in ein neues Kraftwerk anfangen. Und das, was Sie in den letzten Tagen und Wochen mal behauptet haben, dass dieses neue Kraftwerk dazu führt, dass es weniger CO2-Emissionen ist. Auch das wurde mittlerweile von der Bundesregierung ja selber gesagt, dass das so gar nicht stimmt. Herr Ministerpräsident, Sie waren im November 2018 in den Dörfern. Die haben Ihnen sicher erzählt vom Gefühl des Ausgeliefertseins an RWE, von der Zerrissenheit in den Dörfern. Die einen wollen gehen, die anderen wollen bleiben. Und dann haben Sie den Menschen dort versprochen, wir bleiben in Dialog. Und die haben Ihnen vertraut. Und dieses Vertrauen, das die Menschen in Sie gesetzt haben, das haben Sie bitter enttäuscht. Sie haben sich noch nicht mal bemüht, bei den Dörfern zu schauen, wie und wo was verändert werden kann oder gerettet werden kann. Das ist kein Paket der Vernunft, wie die Landesregierung uns das hier heute angekündigt hat. Das ist ein Paket der Unmenschlichkeit, das Sie uns hier heute vorlegen. Wir fordern Sie heute auf, setzen Sie sich für Nachbesserungen ein im Gesetzgebungsverfahren, damit der Klimaschutz und die Menschen bei diesem aus unserer Sicht unfairen Deal nicht auf der Strecke bleiben.